Witzwoche und Klaus. Na, hallo. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns auch. Wie geht's euch denn? Blendend. Naja, gut. Blendend. Ja. Mit ein bisschen Einschlaf. Das will ja keiner hören, wenn man irgendwie missmutig ist oder man hat Probleme. Ja. Blendend. So, nach außen. Mir hat gestern eine Dame gesagt, sagt sie, ich stehe morgens auf und dann bin ich manchmal so traurig. Und dann kommt aber schon wieder der nächste Gedanke. Nein, es hat doch gar keinen Sinn, traurig zu sein. Sagt sie, ich mache mir fröhliche Gedanken und man ist sofort ein anderer Mensch. Ich will jetzt auch so sein. Und bei der Ingrid ist das so, sie sagt, wenn ich früh aufstehe und so weiter und ich komme ins Wohnzimmer rein oder in die Küche, da ist sie schlecht gelaunt, wenn sie mein Sackgesicht sieht. Verstehe. Erstes Thema. Bundespräsident Christian Wulff ist in Bedrängnis. Immer mehr Details kommen ans Licht. Was sagt ihr dazu? Nichts. Es ist Chaos. Es ist schon wieder Chaos. Und wenn der Mann jetzt, der Wulff kommt wieder zurück, diese Woche nicht abdankt und so weiter, da verstehe ich... Deinetwegen wird er abdanken. Nein, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Wer soll das Amt denn übernehmen? Hier, der Gauck soll das übernehmen. Oder ich nehme das. Du? Ich würde da Ordnung schaffen. Erstmal würde ich jetzt sagen, Kanzlerin sofort weg. Die Kanzlerin würde ich sofort als Bundespräsident würde ich die sofort absetzen. Alles klar. Kommen wir zum nächsten Thema. Neuer Anlauf ins All. Russland und Europa planen gemeinsame Mars-Mission. Was sagt ihr dazu? Wer hält das denn so lange aus in so einer Kapsel? Das ist doch unmenschlich, doch, sowas. Doch, kannst du doch. Das sind doch durchtrainierte Würdest du Leute. Das mit dem Klaus machen? Nein, mit dem nicht. Aber auch, nein, ich würde auch so. Ich würde meine Erde nicht verlassen. Ich liebe meine Erde. Aha. Ich nehme sogar manchmal ein bisschen Erde und dufte. Die Erde duftet. Ach, ja, muss man. Die muss Erde auch, duftet. Man muss sie in die Hand nehmen. Die Erde duftet. Das ist unsere... Unsere Ernährerin, nein, ich liebe die Erde über alles. Man kann auch so einen kleinen Spleen haben. Ja, den und hast so weiter. Du auch. So einen kleinen Spleen. Da ist ein Düsseldorf. Ist der Spleen also? Da ist ein Düsseldorf, ich meine, ist ein Baum. Quatschkopf wie du. Quatschkopf. Komm, da ist ein Baum, der ist, ja gut, ist ein Prachtexemplar. Ja. Da geht sie dann immer hin und wenn wir dann vorbeigehen, dann umarmt sie. Ja. Ach, der Baum gibt mir Energie. Ja, stimmt auch. In China habe ich gelesen, Quatschkopf. Ja, ja. In China legen sich sogar Leute... Auf die Schienen hin. Auf die Schienen, um von den Schienen, von dem Eisen, um da Kraft zu schöpfen. Gutes Argument. Da soll ein Baum mir keine Kraft geben? Ja, und dann kommt die Lokomotive, fährt hier rum und dann sind sie tot. Ja, hoffentlich wird es gut drauf liegen. Gut, letztes Thema. Dschungelcamp. Bewohnerin Michaela Schäfer zeigt sich immer freizügiger. Wie findet ihr das? Toll, toll, dass diese Schäfer hier mal... Ich gucke das ja nicht. Ja, die soll das bisschen noch ablegen und da läuft sie nackend rum. Die will doch die Männer anmachen, mein Gott. Also ich dürfte da nicht drin sein, aber ich würde da schon aufräumen. Oh, ich würde da schon im Busch mit der da rumfummelt. Was würdest du machen? Ach, aber... Hast gehört, fummeln würde er. Fummeln würde ich da, aber außer bloß das Fernsehen dürfte nicht dabei sein. Verstehe. Keiner macht die an, Herr Mann. Da sitzen die jungen Männer und so weiter. Doch, ein Mann hat eine da am Busen gepackt, habe ich da eilt den. Na ja, ach, gut, das ist doch... Gut, das war's dann auch schon. Ganz kurz, ob du das bringen willst oder nicht, was ich mal offiziell sagen will, ganz offiziell. Ja? Ich bedanke mich bei ProSieben, ich bedanke mich bei TV Total, ich bedanke mich beim Stefan Raab, dass ich die Möglichkeit habe, hier auf der Couch zu sitzen und unsere Frust uns zum Ausdruck zu bringen. Hört, und was ich jetzt hier alles sage, das ist eine Resonanz von vielen, die mich ansprechen und sagen, Klaus, sag mal, wir haben nicht die Möglichkeit, da auf der Couch zu sitzen. So spricht uns aus der Seele. Also da, der Satz stimmt. Also, meine Zuschauer, weiter also dieses so. Dass wir vieles anpacken. Da sind viele mit uns einverstanden. 30 Jahre jünger, da wird die Merkel nicht an der Regierung sein. Da weg. Pass mal auf. Da würde ich in dem Staat hier offen schaffen. Ich würde Ordnung schaffen. Alles klar dann. Erstmal aus der EU raus. EU! Da raus. EU! Das ist ja. Wir müssen die EU. Was ist denn heute los mit dir, Klaus? Ich weiß gar nicht, der dreht durch. Sag dir doch immer die EU. Sag dir doch Merkel immer die EU. Ja, Merkel, das ist so ihre Lebensaufgabe. EU. Na gut, dann bis nächste Woche. Alles klar. Tschüss.